Volvo gönnt dem V40 das sportliche R-Design-Paket. Die Modifikationen beschränken sich auf optische Maßnahmen und leichte technische Finessen. Motorseitig bleibt alles beim Alten. Und genau das ist das Besondere, denn das R-Design ist motorenübergreifend zu bestellen und nicht an ein Triebwerk gebunden. So kann auch der eco-bewusste Fahrer auf rebellisch machen. Das Interessante ist ja, und ich denke, das ist ein Parameter, warum R-Design so erfolgreich ist, dass wir es grundsätzlich bei allen Modellen anbieten, bei allen Motorvarianten. Das heißt, wir zwingen den Kunden nicht in irgendeinen speziellen Motor, ob Diesel oder Benziner, stark oder kleiner Motor. Das Auto unterscheidet sich natürlich in der optischen Charakteristik, eben durch eine andere Wahrnehmung, eine sportliche Wahrnehmung. Das Fahrzeug, ob es dann ein Fahrwerk hat, ein Sportfahrwerk hat oder nicht, bleibt ebenfalls dem Kunden überlassen. Der V40 R-Design unterscheidet sich äußerlich vor allem durch eine neu gestaltete Frontschürze, spezielle R-Design-Karosserieelemente und den Grill in schwarzer Klavierlackoptik. Außerdem soll der V40 im R-Design mit einem eigenen Alufelgendesign 17 oder 18 Zoll und der neuen Außenfarbe Rebel Blue punkten. Hinzu kommen auffällige Außenspiegelklappen aus Alu. Hinten fallen der doppelte Edelstahlauspuff und der Diffusor ins Auge. So wird der V40 mit R-Design zum jungen Wilden oder subversiven Schönling. Ja, das ist ganz positiv in der Entwicklung. Mit R-Design geht so langsam in 20% Anteil, überrascht positiv, muss man sagen, auch über dem, was wir erwartet hatten zunächst. Wir stellten fest, dass eben die Sportlichkeit nicht in erster Linie im Vordergrund stand, wenn es um Volvo geht, stellen aber jetzt fest, dass die Kunden immer mehr danach fragen. Es ist optisch sehr anspruchsvoll und freuen uns natürlich darüber, dass R-Design sich großer Beliebtheit erfährt. Im Cockpit setzt sich die Sportlichkeit fort. Modifizierte Sportsitze mit Nubuck-Lederbezug, diverse Aluminiumeinlagen, ein beleuchteter Soft-Touch-Gangwellhebel sowie diverse Aluminium-Applikationen und ein spezielles Lenkrad mit R-Design-Emblem gehören zu den Ausstattungsdetails. Bei den Motoren greift Volvo auf die ganz normalen Antriebe der Baureihe zurück. Es stehen 3 Benziner und 3 Diesel mit einem Leistungsspektrum von 115 PS bis 254 PS zur Verfügung. Auch beim Fahren gibt es keinen Unterschied zur Standardversion. Volvo verzichtet auf eine extrem harte Abstimmung und setzt eher auf Komfort und Alltagstauglichkeit. Wer es tatsächlich sportlich extrem mag, für den stellen die Schweden gegen Aufpreis ein Sportfahrwerk zur Verfügung, bei dem die Karosserie einen Zentimeter tiefer liegt. Also der Aufpreis zum R-Design gegenüber dem normalen Fahrzeug sind 2600 Euro. Hier muss man dazu sagen, hier sind doch einiges an Bodykits, an optischen Veränderungen drin und unter anderem natürlich auch ein sehr hochwertiger anderer Radsatz, der nicht zuletzt auch preismäßig zu Buche schlägt.